Mit diesem Video möchte ich ein neues Thema anschneiden, und zwar JavaScript. Ich möchte zuerst anhand eines einfachen Beispiels zeigen, was mit JavaScript gemacht werden kann. Und dann möchte ich in weiteren Videos genauer auf die einzelnen Elemente eingehen, die dafür nötig sind. Also ich werde in diesem ersten Video nicht viel erklären, sondern einfach das Beispiel zeigen und dann in den folgenden Videos genauer darauf eingehen, wie mit JavaScript programmiert wird. Ich erwarte von dir nicht, dass du beginnst mit JavaScript zu programmieren. Du kannst diese Videos einfach anschauen, damit du einen Eindruck erhältst und damit du etwas besser verstehst, wozu JavaScript dient. Aber wenn du selber etwas ausprobieren möchtest, bist du natürlich herzlich eingeladen und ich beantworte sehr gerne Fragen dazu. Mit JavaScript gibt es zwei grob definierte Einsatzgebiete, und zwar eines davon ist der Einsatz im Browser. Man sagt zudem auch auf Klientenseite oder auf Englisch Client Side. Und dann gibt es den serverseitigen Einsatz. Und ich möchte hier im Kurs nur das erste Thema beleuchten. Der Einsatz von JavaScript auf Servern zum Betreiben von Websites oder Content-Management-Systemen ist ein sehr breites Gebiet und sehr interessant, aber das würde den Rahmen sprengen. Ich gebe hier bei Bedarf aber gerne auch Beispiele. Jetzt möchte ich kurz erläutern, was alles notwendig ist für dieses Beispiel und es dann kurz zeigen. Ich habe einen Ordner und darin befinden sich ein HTML-Dokument, ein CSS-Dokument und ein JavaScript-Dokument. Ich habe diese drei Dateien in Texteditor geladen. Heute verwende ich wieder einmal Visual Studio Code. Und hier kann ich das einblenden, also HTML, CSS und JavaScript. Und hier siehst du das HTML-Dokument, es ist relativ kurz. Es gibt hier eine Deklaration des Zeichensatzes, das Dokument hat einen Titel und dann gibt es einen Link auf das Stylesheet. Das kennst du alles bereits. Im Inhalt zwischen den Body Tags gibt es einen Button. Das ist ein HTML-Element, das einen klickbaren Knopf herstellt. Er hat den Inhalt an. Du siehst es hier im Dokument oben links. Und das Element hat eine ID, ein Attribut-ID mit dem Namen MyButton. Das wird dazu dienen, diesen Button anzusteuern aus dem JavaScript. Und dann gibt es eine Überschrift mit dem Inhalt JavaScript. Das ist das hier. Und schließlich auf Zeile 12 gibt es einen Link zum JavaScript-Dokument. Er wird anders geschrieben als der Link zum Stylesheet und er wird an anderer Stelle platziert. Es ist üblich, dass JavaScript-Komponenten am Ende des Dokumentes eingefügt werden, also kurz bevor der Body Tag schließt. Und es braucht dazu nicht den Link-Tag, sondern einen Tag, der heißt Script und der Pfad zum JavaScript steht dann in diesem Source-Attribut. Im Stylesheet gibt es zuerst einige
Definitionen zur Schriftformatierung, das kennst du auch bereits. Und dann eine Regel, die die Überschrift betrifft. In dieser Regel stehen die Eigenschaften Transition und Transform Origin. Das erste, die Transition, definiert eine Interpolation. Und zwar werden Änderungen am Wert der Eigenschaft Transform über 2/10 Sekunden interpoliert. Also eine Änderung an Transform könnte zum Beispiel eine Skalierung sein. Wenn dies geschieht, dann wird das nicht einfach umgeschaltet, sondern die Änderung wird über 2/10 Sekunden lang interpoliert. Also es würde wachsen oder schrumpfen. Und dann die Eigenschaft Transform Origin mit dem Wert Top Left legt fest, dass wenn eine Transformation stattfindet, dass diese aus der oberen linken Ecke des Elementes stattfindet. Also hier oben links der Überschrift. Und dann gibt es eine Regel für die Klasse Active. Alle HTML-Elemente, die die Klasse Active haben, werden auf die dreifache Größe skaliert und um 10 Grad gegen den Uhrzeigersinn rotiert. Im Moment hat aber kein Element diese Klasse. Also wenn wir schauen gehen, weder die Überschrift noch der Knopf haben eine Klasse. Und dann schauen wir uns die JavaScript-Datei an. Das sieht jetzt wahrscheinlich sehr fremd aus und ich werde, wie gesagt, hier nur oberflächlich erklären und alles Weitere dann auf nachfolgende Videos verlegen. Auf den ersten zwei Zeilen werden zwei Variablen definiert. Anders als in Python braucht es dazu das Schlüsselwort const. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das zu tun. Es gibt auch noch das Schlüsselwort let. Aber das ist jetzt hier nicht so wichtig, warum das so ist. Wichtig ist, dass hier diese zwei Variablennamen eingeführt werden und diesen werden dann mit dem Gleichzeichen Werte zugewiesen. Und zwar, das sind hier so lange Bandwürmer, aber wenn du am Ende schaust, dann erkennst du hier eine Schreibweise, die den Selektoren in CSS gleicht. Das erste referenziert diese ID My-Button, die dieser Knopf hier hat. Und das zweite referenziert den Tag H1. Also in diese zwei Variablen, könnte man sagen, werden als Werte diese zwei HTML-Elemente gespeichert. Und dann auf Zeile 4 erhält die Variable MyButton bzw. das HTML-Element, das dieser Variablen zugewiesen ist, einen sogenannten Event Listener. Und das ist eine Art Eigenschaft, die auf ein bestimmtes Vorkommnis wartet. Also das heißt, dieser Knopf beginnt zu warten auf Vorkommnisse des Types Click. Und sobald so etwas vorkommt, sobald also dieser Button angeklickt wird, wird dieses grün geschriebene Ding, das ist der Name einer Funktion, wird die Funktion myToggle aufgerufen. Wenn ich das anklicke, wird die Funktion myToggle ausgeführt. Und diese Funktion ist hier unten definiert. Sie enthält eine Bedingung. Es wird gefragt, ob das Element myTitle in seiner Klassenliste die Klasse Active enthält. Ist dies der Fall, so wird auf Zeile 8 diese Klasse entfernt und dann auf Zeile 9 der Inhalt des Knopfes mit an ersetzt. Wenn das Element
MyTitle, also wenn das Element, das in dieser Variablen MyTitle gespeichert ist, die Klasse Active nicht hat, dann wird ihr jetzt diese Klasse gegeben und der Inhalt von MyButton wird mit aus ersetzt. Also, was dieses Skript tut, ist, es wartet darauf, dass dieser Knopf angeklickt wird. Und jedes Mal, wenn er angeklickt wird, wird geprüft, ob die Überschrift die Klasse Active hat. Wenn es sie nicht hat, kriegt es diese Klasse. Und wenn es die Klasse hat, wird sie entfernt. Also entweder wird es zugewiesen oder weggenommen. Und gleichzeitig ändert sich der Text des Knopfes. Bevor ich jetzt zeige, was passiert, wenn ich klicke, schalte ich die Developer Tools an. Hier siehst du den Button und darunter die Überschrift. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du hier schaust, was passiert, wenn ich den Knopf anklicke. Also, jedes Mal, wenn ich den Knopf anklicke, wird offensichtlich der Text hier rotiert und vergrößert. Und wenn ich es wieder anklicke, dann geht es wieder weg und es gibt eine Animation. Ich habe dich gebeten, zu schauen, was hier passiert, wenn ich da auf den Button klicke. Und du hast wahrscheinlich gesehen, dass hier in diesen Tag hinein die Klasse Active kommt. Und wenn ich es wieder anklicke, bleibt zwar das Attribut Klasse, aber es wird geleert. Also das ist, was hier in JavaScript mit Remove und mit Add passiert. Aber wichtig ist an dieser Stelle, dass wenn ich den Knopf anklicke und diese Animation passiert, das geschieht nicht hier in JavaScript. Die Animation wird nicht mit JavaScript ausgelöst oder nicht direkt, sondern das Einzige, was JavaScript tut, ist hier die Klasse an- oder abschalten. Es tut hier eine Klasse zufügen oder wegnehmen. Und wenn du genauer schaust beim Knopf, der Text im Knopf wird je nach Situation, also je nachdem, ob die Klasse Active in dieser Überschrift enthalten ist oder nicht, ändert sich der Text von an auf aus und wieder zurück. Das ist das Einzige, was JavaScript tut. Die Vergrößerung des Textes und die Rotation des Textes und die Interpolation, dass sich das animiert und 2 Zehntelsekunden lang dauert, all dies wird mit dem Stylesheet definiert. Also JavaScript dient hier nur dazu, eine Klasse zu vergeben oder wegzunehmen und je nach Situation den Text im Knopf zu ändern. Das ist alles für den Moment. Alles Weitere folgt im nächsten Video.